Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es eine weitere Episode der 5 Minuten Raw Challenge. Diese 5 Minuten Raw Challenge zielt darauf ab, dass ich eure Bilder bearbeite, eure RAW-Dateien bearbeite, nur in Lightroom und ich habe maximal 5 Minuten Zeit dazu. Nehmt das Ganze nicht zu ernst, es ist eine kleine Challenge, es ist ein bisschen Unterhaltung für euch in dieser schwierigen Zeit und natürlich ist es auch nur meine Bildbearbeitung, mein ganz persönlicher Geschmack. Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden, das heißt, wenn du einen anderen Geschmack hast, ist es da auch überhaupt kein Problem, sondern einfach, vielleicht kannst du aus dem Video ein bisschen was rausziehen, vielleicht auch nicht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Wir sind wieder in Lightroom und heute geht es, wie gesagt, wieder um die 5 Minuten Raw Challenge. Und wenn du da selber mal Bock drauf hast, dann kannst du mir jederzeit, wie gesagt, deine Daten schicken über WeTransfer an meine E-Mail-Adresse. Wichtig ist, es müssen RAW-Dateien sein und wichtig auch nochmal, Leute, ich habe jetzt hier 5 Minuten Zeit, das ist eine kleine Challenge. Seht es nicht allzu ernst an, es ist mehr ein Unterhaltungsvideo eigentlich, denn natürlich ist mir bewusst, dass man normalerweise länger als 5 Minuten in seiner Bildbearbeitung verwenden sollte. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass das meine ganz persönliche Bildbearbeitung hier ist. Da hat jeder einen anderen Geschmack, das sollte euch auch bewusst sein. Und ich finde es auch interessant, wenn ihr eure Meinung unten in die Kommentare reinschreibt, natürlich mit dem entsprechenden Respekt dazu, denn wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung und jeder hat seinen eigenen Stil. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bedanken hier bei dem Jona, der mir diese RAW-Datei zur Verfügung gestellt hat. Eine sehr coole Szenerie, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Foto, was unglaublich viele Geschichten erzählt. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dem Ganzen jetzt hier in den nächsten 5 Minuten gerecht werde, einigermaßen. Ich stelle jetzt den Timer einfach mal auf 5 Minuten und sage, los geht's. Also, was ich auf jeden Fall an dem Bild extrem spannend finde, ist den Jungen hier im Vordergrund. Der ist natürlich extrem dunkel, weil er hier im Schatten steht von den Bäumen. Im Hintergrund ist alles schön hell, weil da die Frauen in der Sonne arbeiten. Und genau das probieren wir jetzt hier mal so ein bisschen noch hervorzuheben, dass wir hier den Jungen ein bisschen heller bekommen. Erstmal mache ich das hier, indem ich einfach die Tiefen aufhelle. Und dann werde ich hier auch gleichzeitig die Lichter ein bisschen abdunkeln. Ordentlich Kontrast können wir hier auch wieder mit reingeben. Und vielleicht auch die Schwarzwerte noch mal so ein bisschen aufhellen. Okay, so, dann schauen wir mal, dass wir hier den Jungen noch ein bisschen heller bekommen. Dafür werde ich jetzt hier mal so einen Radialfilter nehmen und den einfach mal hier aufziehen über den Jungen drüber. Und hier werde ich erstmal den Effekt wieder rausnehmen, der hier voreingestellt war, und einfach nur mal die Belichtung ein bisschen nach oben ziehen. So, und jetzt, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kriegen wir hier ein bisschen mehr Licht in den Jungen oder auf den Jungen. Und dadurch sieht man ihn einfach schon mal ein bisschen besser, was ich persönlich schon ganz gut finde. Schade, dass er hier so ein bisschen außerhalb des Fokus liegt, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich denke mal, man kann trotzdem hier sehr gut erkennen, worum es geht. Wir werden insgesamt noch ein bisschen Struktur reinbringen, weil das ganze Bild ja hier, das wirkt auch alles sehr rau. Ein bisschen Klarheit kann man auch noch mit reinbringen für die Mikrokontraste. Dunst entfernen würde ich gar nicht mit reinbringen, vielleicht sogar eher ein bisschen Dunst hier noch mit hinzufügen. Also vielleicht stellen wir das Ganze mal auf minus 10. Weil wir hier im Hintergrund auch einfach viel Staub und so weiter haben. Und das will ich eigentlich eher ein bisschen betonen, als dass ich es rausnehme. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. So, Gradationskurve können wir hier auf jeden Fall auch wieder die Schwarztöne ein bisschen anheben, die Weißtöne so ein bisschen abdunkeln und dann bauen wir uns hier eine schöne S-Kurve wieder auf. So, die hellen Bildbereiche, die können wir hier ruhig noch ein bisschen betonen. Ja, das gefällt mir gut. Machen wir hier mal kurz Vorher-Nachher-Effekt. Ja, diese Kurve, die bringt schon ordentlich was. So, dann gehen wir als nächstes in die HSL-Tabelle hier rein. Und ich werde auf jeden Fall mal hier die Rotwerte so ein bisschen Richtung Orange schieben. Die Gelbwerte auch so ein bisschen Richtung Orange. Und das Orange an sich, das kann man jetzt hier noch so ein bisschen balancieren. Ich glaube eher, dass ich so ein bisschen Richtung Gelb schiebe. Kleines bisschen, ja, das war fast schon zu viel. Aber so gefällt mir das schon wesentlich besser. So, die Grüntöne, die können auch noch ein bisschen weiter Richtung Gelb, dass wir hier einfach so ein bisschen die Farbigkeit anpassen. Und dann werde ich hier mal die Sättigung entsprechend noch so ein bisschen einstellen. Ja, die Blauwerte und so weiter, da braucht man nicht so viel Sättigung in dem Bild drin. Gelb können wir auch noch so ein bisschen entsättigen, dass wir hier einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen das Ganze angleichen einfach. Genauso Luminanz. Da schaue ich mal, dass ich hier die Orangewerte so ein bisschen heller noch bekomme. Die Gelbwerte vielleicht auch noch so ein... Na, die würde ich fast wieder... Die würde ich fast gar nicht aufhellen. Die lasse ich mal so. Das sieht so eigentlich schon ganz gut aus.
in der Teiltonung würde ich auf jeden Fall mir hier in den Lichtern so ein kleines bisschen das Ganze noch wärmer wünschen und in den Schatten dafür machen wir das Ganze ein bisschen kühler. Ja, und jetzt können wir hier auch in dem Abgleich nochmal so ein bisschen gucken. Möchten wir das eher ein bisschen kühler, eher ein bisschen wärmer haben? Ich glaube fast, dass wir das eher hier so ein bisschen ins Kühlere noch ziehen. Das gefällt mir gut. Eine kleine Vignette um das Bild herum, damit wir hier auch wirklich auf die Hauptszenerie schauen. Und dann werden wir natürlich noch die chromatischen Aberrationen entfernen. Profilkorrekturen sind bereits aktiviert. Hier in den Details werde ich das Bild natürlich noch schärfen. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze auch nochmal. Und ich glaube auch, dass wir hier die Details noch so ein bisschen hochschrauben können. Einfach weil das ganze Bild ja, dadurch nochmal ein bisschen mehr Power bekommt. Hier im Hintergrund sieht alles schön scharf aus. Der Junge im Vordergrund ist leider ja, nicht ganz unscharf, aber ein kleines bisschen Rauschreduzierung können wir hier auch noch mit reinbringen. Perfekt. Ja? So gefällt mir das echt schon gut. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier insgesamt einfach mal noch so ein bisschen einen Verlaufsfilter von der linken Seite hier reinziehen. Struktur und Klarheit brauchen wir hier an der Stelle nicht, aber die Belichtung noch so ein bisschen runterziehen, dass wir hier die Schatten einfach mal noch so ein bisschen verstärken. Und vielleicht machen wir das auch von der Seite hier oben nochmal so ein bisschen. Wobei hier oben nicht ganz so doll. Ja, das sieht auch schon soweit ganz gut aus. Jetzt können wir hier nochmal in die Kamerakalibrierung reingehen. Hier nochmal so ein bisschen an der Farbigkeit arbeiten. Vielleicht die Primärwerte Rot hier nochmal so ein bisschen verschieben. Grün auch so ein kleines bisschen. Blau können wir so ein bisschen weiter ins Negative ziehen. Und die Sättigung hier entsprechend noch so ein bisschen anpassen. 5 Minuten sind leider auch schon wieder um. Und ich denke mal, so kann man es lassen. Ich mache jetzt hier an der Stelle den Timer mal aus. Ich finde fast, dass wir jetzt hier den Jungen noch so ein bisschen bearbeiten können. Der ist mir ein bisschen zu orange. Deswegen würde ich jetzt hier die Temperatur mal so ein bisschen noch runterziehen, damit er... Ja, das ist jetzt zu viel, aber... Vielleicht so auf minus 30 ungefähr. Oder minus 25. Einfach, weil das Gesicht sehr orange wirkt. Und vielleicht nehmen wir hier auch die Belichtung ein bisschen raus, dass es nicht zu viel ist. Sonst wirkt es zu aufgesetzt, das Ganze. So 0,7 ungefähr. Man sollte das Gesicht schon gut erkennen, finde ich, aber es darf natürlich auch nicht übertrieben sein. Ich denke, so gefällt es mir deutlich besser. Das ist jetzt hier mal das Vorher, das ist das Nachher. Ja, also wir haben gerade den Jungen hier gut betont. Das finde ich am wichtigsten eigentlich in diesem Bild, dass man den erkennen kann. Und ansonsten gefällt mir das Bild so schon echt gut. Also herzlichen Dank an dieser Stelle hier an den Jona, dass du uns dieses Bild hier zur Verfügung gestellt hast. Wir gehen mal gleich weiter zum nächsten Bild. Das ist ein Bild von der Bastei. Das hat mir der Frank zugeschickt. An dieser Stelle auch an dich, Frank, ein großes Dankeschön. Und ich würde sagen, wir packen wieder 5 Minuten auf die Uhr und ich fange direkt an. So, gehen wir als erstes wieder in die Grundeinstellung rein. Werden hier so ein bisschen die Tiefen aufhellen. Und die Lichter ein bisschen abdunkeln. Ja, muss man gucken, wie doll man das jetzt macht. Darf man nicht zu doll machen, weil sonst siehst du auch, dass hier so ein grauer Effekt entsteht in dem Himmel, den ich nicht schön finde. Man soll ruhig ein bisschen Farbe im Himmel erkennen, aber es sollte trotzdem gemäßigt sein. Ja, so gefällt es mir schon gut. Ein bisschen Kontrast hier können wir reingeben. Plus 15 ungefähr. Schwarzwerte können wir so ein kleines bisschen ins Negative noch ziehen. Und die Weißwerte, oh, so ein kleines bisschen kann man die noch aufhellen. Perfekt. So gefällt mir das schon echt ganz gut. Dann schauen wir mal hier den Weißabgleich. Wollen wir daran was verändern oder nicht? Dadurch, dass es jetzt hier so eine Sonnenuntergangsstimmung ist, würde ich es ein bisschen wärmer ziehen, aber nicht viel. Ja, die Tonung eher so ein bisschen ins Grünliche. Und dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Klarheit mit reingeben. Kleines bisschen Dunst entfernen, da bin ich mal gespannt drauf, was der Himmel dazu sagt. Nee, du siehst auch hier wieder, die Stelle ist ausgebrannt und deswegen
Deswegen sage ich auch immer wieder, passt auf, dass wenn ihr Details im Himmel haben wollt, dass der auf jeden Fall nicht ausgebrannt ist, weil den kann man jetzt, wie gesagt, hier nicht mehr retten an dieser Stelle. Ist aber nicht weiter dramatisch. Man muss nur halt ein bisschen damit arbeiten. So, jetzt werde ich als nächstes hier mir mal einen Pinsel nehmen und dann hier mit viel Struktur und viel Klarheit so ein bisschen auf den Stein im Vordergrund hier noch arbeiten, dass wir hier so ein bisschen das Gefühl noch mal bekommen, dass das ein bisschen schärfer hier ist und ein bisschen mehr betont wird. Ja, damit kann man hier gut Schärfe noch quasi ins Bild einarbeiten, indem man jetzt hier mit der Klarheit und der Struktur selektiv noch mal hier so ein bisschen was hervorbringt. Vielleicht auch hier auf den Bäumen noch mal so ein bisschen. Das gefällt mir gut. Okay, damit bin ich erstmal fertig. Jetzt können wir gucken, ob wir hier von oben noch mal ein Verlaufsfilter reinbringen, der die Belichtung noch mal so ein bisschen runtersetzt und damit den Himmel noch mal so ein bisschen abdunkelt, nicht viel, aber so ein bisschen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und dann gehen wir als nächstes mal in die Details, werden jetzt das Bild hier noch schärfen. Ja, so 80 bis 85 den Betrag ungefähr. Das Ganze können wir mit gedrückter Alt-Taste wieder ausmaskieren. Und dann schauen wir mal hier noch in die Profilkorrekturen rein, chromatische Aberration. Können wir noch mit reinbringen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Bild gerade ist. Das sieht aber relativ gerade aus. Ja, doch, das sieht relativ gerade aus. Da muss man nicht viel machen. So, perfekt. Das würde ich auch tatsächlich hier vom... Vielleicht ein kleines bisschen. Vielleicht würde ich es ein kleines bisschen beschneiden hier auf der linken Seite. Einfach um hier noch ein bisschen Himmel rauszunehmen. Ah, jetzt bin ich mir gerade selber unschlüssig. Jetzt bin ich mir gerade selber unschlüssig, ob ich das machen möchte oder nicht. Also wenn, dann wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich den Stein hier anschneiden möchte auf der linken Seite oder nicht. Aber eigentlich will ich es nicht. Lassen wir das einfach mal so. Das ist schon vom Bildausschnitt eigentlich relativ cool so. Dann gehen wir nochmal in die Teiltonung rein. Und hier möchte ich in den Schatten wieder so ein kleines bisschen mehr Blau noch mit drin haben. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt gehen wir mal in die HSL-Tabelle hier nochmal rein und können jetzt hier nochmal die Farben so ein bisschen auch verschieben. Besonders die Grün- und die Gelbwerte verschiebe ich mal gerne so ein bisschen Richtung Orange. Die Rotwerte kann man auch so ein bisschen Richtung Orange schieben. Und dann können wir hier noch ein bisschen, dann können wir hier noch so ein bisschen an der Luminanz arbeiten und auch hier das Ganze noch so ein bisschen abdunkeln. Perfekt. Auch die Blauwerte können wir noch so ein bisschen abdunkeln. Und oh, vielleicht sogar ein bisschen die Rot- und Orange-Werte. So gefällt mir das an sich schon ziemlich gut. Schauen wir mal kurz. Ja, wir haben jetzt hier gar nicht so viel gemacht eigentlich. Aber es muss auch nicht immer in jedem Bild besonders viel gemacht werden. Wenn das Bild schon so an sich gut ist, dann reicht das meistens schon aus. Ich möchte jetzt hier nochmal mir einen Pinsel nehmen. Möchte jetzt hier ein kleines bisschen Belichtung noch mit reinbringen. Kleines bisschen Klarheit. Und dann malen wir jetzt hier auch nochmal über die Bastei hier. Ja, es ist zu viel Belichtung auf jeden Fall. Die können wir gleich nochmal so ein bisschen zurücknehmen. Das ist zu viel. Aber so ein bisschen Klarheit und vielleicht sogar ein bisschen Struktur können wir hier mit reinbringen. Das gefällt mir gut. So, jetzt nehmen wir hier nochmal einen neuen Pinsel. Nehmen jetzt hier nochmal ein bisschen Temperatur rein. Klarheit kann raus und dann male ich jetzt hier auch nochmal über diese Bäume hier. Hier möchte ich ein bisschen das Ganze wärmer noch haben und das gefällt mir dann auch richtig gut. So, dann nehmen wir nochmal einen neuen Pinsel. Diesmal mache ich den ein bisschen dunkler. Temperatur nehme ich raus. Jetzt möchte ich hier das Ganze noch ein bisschen abdunkeln. Genauso hier. Ich auch ein bisschen die Belichtung noch runternehmen. So, das gefällt mir gut. Die 5 Minuten sind übrigens auch schon lange abgelaufen. Aber das wollte ich noch schnell machen. Und jetzt schauen wir uns nochmal vorher nachher an. So sah es vorher aus. Ja, halt eine flaue RAW-Datei, wie man es halt gewohnt ist. Und das haben wir dann draus gemacht. Ist wie gesagt nicht viel. Hier im Hintergrund haben wir jetzt ein bisschen den Dunst noch rausgenommen. Den Himmel hier noch ein bisschen mit Farbe versehen. Ansonsten denke ich mal, haben wir hier einen ganz guten Job gemacht. Ihr könnt gerne, wieder gesagt, unten in die Kommentare noch reinschreiben, wie ihr das Ganze findet. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, immer auch über weiteres Feedback von euch.
das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst natürlich auch, wie gesagt, selber deine RAW-Dateien mir zuschicken über WeTransfer. Meine E-Mail-Adresse steht alles auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten auch unten der Link zu meinem Online-Store. Dort kannst du Lightroom-Videokurse erwerben. Wenn du noch nicht ganz fit bist in Lightroom, dann gibt es das jetzt auch mit 15% Rabatt, denn in der jetzigen Situation dachte ich mir, es ist vielleicht ganz cool, wenn man viel zu Hause ist, dass man dort auch entsprechend ein bisschen was lernen kann und sich so seine Zeit vertreiben kann. Und dazu gibt es 15% Rabatt. Der Rabattcode ist auch hier unten nochmal eingeblendet. Also wenn du Bock drauf hast, Lightroom, Photoshop, Luminar, all diese Videokurse sind aktuell alle mit 15% Rabatt versehen. Du kannst mir ansonsten auch noch auf Instagram folgen, StefanSchäfer90 heiße ich dort, und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch dort wiedersehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Kraft in dieser Zeit und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, ciao.